zu meinem neuen Video. Ich habe diesmal einen Fashion Haul für euch. Und zwar war ich nämlich einmal beim H&M shoppen, dann war ich noch beim Peek & Cloppenburg und beim Daily Veil eigentlich. Allerdings habe ich das Teil, was ich mir dort gekauft habe, einfach meine H&M-Tüte mit reingetan. Deswegen gibt es hier keine Tüte. Und dann habe ich mir noch eine Kleinigkeit beim Bijou Brigitte gekauft und beim C&A. Die Preise zu den ganzen Teilen, Schmuck, Klamotten, alles Mögliche, werde ich euch natürlich noch in die Infobox mit reinschreiben. Also schaut da unbedingt rein, falls ihr Interesse habt oder euch inspiriert fühlt von meinem Einkauf. Und dann würde ich sagen, quatsche ich auch gar nicht mehr lange drum rum und fange an, euch meine Ausbeute zu präsentieren. Dann möchte ich als erstes mit meinem Schmuck anfangen, da ich viele Sachen sowieso schon anhabe. Und als erstes möchte ich euch meine Ohrringe zeigen. Das sind so rose-goldene Ohrringe von Bijou Brigitte. Ich nehme mal einen ab, damit ich ihn euch besser zeigen kann. Ich fand die wirklich wunderschön. Ich hoffe, ihr seht das jetzt in der Kamera. Ich mag solche Ohrringe wirklich ganz, ganz sehr. Weil es sind eben so kleine Ohrringe, aber doch ein bisschen wuchtig, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich habe ja passend zu meiner Kette unbedingt solche Ohrringe gesucht. Die Kette habe ich mir ja im Primark gekauft. Da habe ich euch im Primark Haul, also meinen zweiten Teil vom Primark Haul, die auch schon präsentiert. Also falls ihr meinen Primark Haul noch nicht gesehen habt, ich verlinke ihn euch auf jeden Fall auch in der Infobox. Deswegen schaut da unbedingt mal rein. Und ja, ich bin mit den Ohrringen absolut zufrieden, auch wenn sie vielleicht nicht 100% zu der Kette passen. Finde ich, sieht das wirklich sehr gut in der Kombi aus. Dann habe ich mir noch so einen wunderschönen Bommel gekauft beim C&A. Das hängt man sich einfach an den Schlüssel. Habe ich mir gekauft, weil ich einfach ständig unwahrscheinlich lange meinen Schlüssel in der Handtasche suchen muss. Und deswegen fand ich, dass so ein Bommel eine ganz gute Lösung dafür ist. Ich habe mir jetzt diesen ausgesucht, weil er in einem wunderschönen Beige ist und ich Beige eben ganz gerne mag. Ich habe davor nur so rosane oder so extrem farbige Bommels gesehen. Ich wollte aber allerdings etwas dezenter ihn haben und deswegen habe ich mich für den hier entschieden. Der ist nämlich gar nicht so günstig gewesen. Also hier steht 7,95 € hat er gekostet, was ich für so einen Bommel wirklich sehr teuer finde. Aber weil er mir eben so gut gefallen hat, ist er trotzdem mitgekommen. Dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Schmuckteil und das sind hier diese Armreifen hier, die ich eben schon anhabe, die sind auch in einem Rose Gold gehalten. Ich habe mich jetzt momentan, wie ich merke, komplett mit Rose Golden Schmuck ausgestattet eigentlich. Ich finde ihn aber auch wirklich ganz schön und solche Armreifen habe ich damals eigentlich schon mal getragen. Ich mochte sie aber irgendwann nach einer Zeit nicht mehr und jetzt fand ich es eben ganz schön, als ich sie beim H&M gesehen habe und wollte unbedingt wieder solche haben und deswegen kamen die mit. Wenn wir schon bei H&M sind, würde ich sagen, machen wir auch gleich bei H&M weiter. Denn ich habe mir da auch noch ein paar schöne Kleidungsstücke gekauft. Das eine habe ich jetzt schon an. Das ist eigentlich ein ganz normales schwarzes Basic, wie man es von H&M eben kennt. Hier mit einem ganz normalen T-Shirt-Schnitt. Die Besonderheit an dem Oberteil ist jetzt hier dieser weit ausgeschnittene Rücken. So ein Oberteil habe ich eben genau gesucht und war echt froh, dass ich das auch so günstig gefunden habe. Ich glaube, es hat sogar nur 5 € gekostet. Ich finde es wirklich mega schön und mag es ganz, ganz gerne. Falls ihr dieses Oberteil gerne haben wollt, aber vielleicht eine andere Farbe gerne hättet, ich habe beim H&M auf jeden Fall dieses Oberteil noch in Weiß und in Grau gesehen. Dann habe ich mir bei H&M noch so eine Sportjacke gekauft. Das ist diese hier. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Hat hier so eine Kapuze eben. Die kann man komplett zumachen, dass man dann nur noch euer Gesicht sieht. Was meiner Meinung nach gut gegen Wind und Regen schützt. Ich möchte sie eben abends, wenn es ein bisschen kälter ist, mal zum Joggen anziehen. Dafür fand ich sie ganz gut. Außerdem passt sie zu meinen restlichen Sportklamotten auch ganz gut. Damit ihr natürlich seht, wie das getragen dann im Endeffekt ausschaut, werde ich euch das jetzt auch mal kurz einblenden, damit ihr... H&M habe ich mir noch diesen wunderschönen Jumpsuit gekauft. Das ist in so einem wunderschönen Muster, alles in dunkelblau und weiß eben. Ich blende euch natürlich wieder mal getragen das alles nochmal ein. Und ich finde ihn einfach wunderschön für jetzt die Sommertage, einfach in der Freizeit, wenn man mal unterwegs ist und ja, freue mich schon, ihn zu tragen. Dann kommen wir noch zu Peek & Cloppenburg. Da habe ich mir ein echt cooles
cooles Oberteil gekauft. Das habe ich auch gesucht, genauso eins. Ich muss dazu sagen, ich habe diesmal irgendwie alles, was ich gesucht habe, tatsächlich gefunden. Sowas passiert mir auch nicht oft, wenn ich shoppen gehe. So, und dieses Oberteil ist in Grau gehalten, ist etwas länger, weil es dann hier praktisch diesen Schnitt drin hat. Also praktisch einmal rechts und einmal links ist eben dieser Schnitt mit drin. Und ich habe eben genau sowas gesucht. Es ist halt richtig schön lässig, super für die Freizeit. Und ich freue mich total, das zu tragen. Ich blende euch das Oberteil jetzt auch nochmal getragen schnell ein, dass ihr da einfach einen besseren Einblick davon habt. Schön und eins meiner Lieblingsstücke aus der Ausbeute. Dann habe ich auch noch dringend Hosen gebraucht und ich finde am besten immer Hosen bei Peek in Kloppenburg. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Hosen kaufen, finde ich, ist immer echt schwer, da genau von der Länge und von der Breite her das zu finden, was man benötigt, finde ich. Und bei Peek in Kloppenburg habe ich da eigentlich immer am meisten Glück und diesmal habe ich sogar gleich zwei Hosen gefunden, was mich wirklich sehr gefreut hat. Und das ist einmal hier diese blaue Jeans hier. Die hat hier eben noch diese Risse mit drin, so zwei Stück. Und sonst in einem wunderschönen Blau gehalten. Wirklich sehr, sehr schön. Ich blende sie euch natürlich auch nochmal kurz getragen ein. Und dann habe ich mir noch diese schwarze Hose gekauft. Die ist jetzt hier von Only. Und die hat halt hier eben dieses, ich hoffe, ihr erkennt das in der Kamera, das ist so ein geriffeltes Muster hier eben, also die ist schon komplett schwarz, aber mit einem besonderen Detail am Knie halt eben, was mir eben sehr gut gefallen hat, weil sie so natürlich auch ja, ein bisschen raussticht und nicht so ganz einfach ist. Ich blende sie euch natürlich wieder mal getragen ein, dass ihr auch seht, wie das tatsächlich aussieht angezogen. Zufrieden mit ihnen und bin echt froh darüber, dass ich da gleich zwei gefunden habe, da ich wirklich dringend welche benötigt habe. Und dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Teil und das ist wieder mal ein Jumpsuit. Das ist jetzt von Tailey Whale. So einen Jumpsuit habe ich letztes Jahr schon unbedingt gesucht. Da wollte ich einen für Silvester haben und der hat hier vorne eben noch sowas zum Binden. Das fand ich besonders schön. Ich werde ihn euch am besten auch mal getragen einblenden, damit ihr seht, wie der tatsächlich dann aussieht an mir. Gefallen. Ich würde ihn natürlich jetzt nicht in der Freizeit oder in die Arbeit anziehen. Ich finde, das ist ein Jumpsuit, der eher mehr für besondere Anlässe gedacht ist, wie zum Beispiel eine Hochzeit oder Silvester halt eben. Und ja, es wird bestimmt der geeignete Moment kommen und auf den freue ich mich jetzt schon. Dann habe ich euch auch schon meine komplette Shopping-Ausbeute präsentiert. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem ein oder anderen Teil für eure nächste Shopping-Tour inspirieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da, dass ich das auch sehen kann. In der Infobox verlinke ich euch, wie bereits angekündigt, meine zwei Teile zu meinem großen Primark Haul. Außerdem verlinke ich euch noch meine zwei letzten Videos. Das war einmal der Müller Beauty Haul und das XXL Aufgebraucht Video. Natürlich findet ihr auch noch die Preise zu allen Teilen, die ich eingekauft habe in der Infobox. Außerdem möchte ich mich noch ein bisschen für meine Lichtverhältnisse entschuldigen. Da ich jetzt wirklich sehr überlichtet bin, ist mir aufgefallen in der Kamera und ich hoffe, dass ihr trotzdem alles gut erkennen konntet. Ich werde natürlich beim Schneiden auch noch schauen, ob ich das ein bisschen dunkler stellen kann für euch. Ansonsten, falls ich es nicht hinkriege, nehmt es mir bitte nicht so übel. Es ging jetzt leider nicht anders, da die Sonne wirklich sehr stark in mein Zimmer hier reinscheint und ich daran leider nichts ändern kann. Und ja, ich wünsche euch dennoch weiterhin wunderschöne sonnige Tage, denn wir wollen ja auch nicht, dass die Sonne weggeht. Und dann hoffentlich schaltet ihr zu meinem nächsten Video wieder ein und sagt euch tschüss!